Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich gerade Essen bestellt und solange wie das dauert, eigentlich sollte es schon längst da sein, ist schon eine halbe Stunde überfällig, aber Hildburghausen ist ja auch die Corona-Hochburg, deswegen kann man froh sein, wenn man überhaupt noch was zu essen bekommt. Und deshalb brauchen wir was. Energy, ne? Wir müssen uns fit halten, wir müssen gestärkt in den Winter übergehen. Und ich habe heute hier mal vier verschiedene Booster dabei, die meines Erachtens nicht so alltäglich sind. Die habe ich hier auf dieses Tablett geknallt. Und das sind vier Sorten, die ich entweder noch gar nicht probiert habe, ganz neu gesehen habe oder letztens erst probiert habe. Das sind nämlich Watermelon, ich zeig's euch einfach so. Das ist zum einen hier nämlich Booster Watermelon Energy Drink, ne? Surf Ice Cold steht hier überall drauf, also Wassermelone. Booster, ihr habt hier diesen Booster Eis mit Eisbonbon-Geschmack, finde ich auch genial. Hat Pupsi letztens mal probiert im Stream, fand sie richtig ekelhaft. Dann haben wir hier Booster Summer Feeling Mango Made Taste, da wisst ihr, wie alt der schon ist. Der ist wahrscheinlich der älteste, aber einen, den habe ich ganz frisch entdeckt und das ist hier der Booster Red Punch, ja. Roter Schlag in your face, das heißt, wir packen euch wieder hier drauf und bleiben an der Tischdecke hängen. So, die Kamera wieder ausrichten, dass das passt. Wir machen jetzt erstmal hier den Watermelon Booster auf, probieren den. Es gibt ja auch von Rockstar, Monster, keine Ahnung, verschiedene Geschmäcker, auch mit Kokos, Wassermelonengeschmack. Die fand ich eigentlich ganz okay. Beim Booster weiß ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich finde eigentlich, Booster ist immer mein Favorit. Wenn es um Energy geht und man unbedingt Energy trinken muss, dann Booster. Ist wie beim Bier, wenn man auf Oettinger oder 5.0 hängen geblieben ist. Das ist einfach so, das mag keiner, das ist der Billigdreck. Deswegen muss man dem treu bleiben. Das jetzt also Watermelon von Booster. Auch mit Katzenhaaren dran, riecht auf jeden Fall schon wieder richtig künstlich, soll aber Watermelon sein. Sehr viel Kohlensäure, sehr säuerlich auf jeden Fall, sehr schaumig und so richtig zum Genießen, finde ich, ist das jetzt nicht wirklich was. Also da gönne ich mir lieber das normale Booster oder sogar das ohne Zucker. Das schmeckt auf jeden Fall sogar besser noch als Watermelon, als Wassermelone an sich. Es hat auf jeden Fall Ähnlichkeit, aber ist jetzt nicht was, was ich unbedingt nochmal kaufen muss oder wo ich jetzt mehrere bräuchte. Booster Eis. Eisbonbons sowieso, die manche mögen sie, manche hassen sie, ist nicht für jeden was, genau wie so Eukalyptus. Es gibt ja Leute, die fressen den ganzen Tag einen Bonbon nach dem anderen. Du siehst sie nur mit Bonbon in der Fresse, aber Eisbonbons auch, die einen gehen übelst drauf ab, die anderen sagen, boah, sowas Widerliches. Das hat auf jeden Fall den Original-Eisbonbon-Geruch. Die Dose, finde ich, sieht auch richtig genial aus. Die Farbe ist auch so. Ich könnte es mir jetzt aufs T-Shirt kippen. Wir verzichten aber mal kurz drauf und probieren den Booster Eis, der Pupsi überhaupt gar nicht geschmeckt hat. Energy Drink trifft Ice Fresh Taste. Sonst nichts. Ist auf jeden Fall auch sehr schaumig. Extrem viel Kohlensäure. Jetzt klingelt der Dönermann. Ich hoffe, die Mama kümmert sich darum. Gibt dem seine 25 Euro. Was steht überhaupt hier? Mit Booster richtig durchstarten. Booster sonst nichts. Da steht wenigstens Fresh Taste. Also für einen Eisbonbon-Geschmack ist er auf jeden Fall ganz cool. Wer den Geschmack mag, wird den lieben. Ist aber jetzt nichts, was ich an einem erfrischenden, kühlen Tag mir einfach endlos gönnen könnte. Also da klebt euch auch gleich der Magen zu. Das wird auch wieder, ist irgendwo auch wieder grenzwertig. Aber wir haben als nächstes ja noch Mango Made Taste. Mango klingt auf jeden Fall richtig gut. Made ist dieser komische, bittere Tee. Mango-Tee, also dass da überhaupt Kohlensäure drin ist, wundert mich. Die ganzen Made-Getränke, die wir in letzter Zeit so hatten, waren alle richtig ekelhaft. Bin mal gespannt, wie das ist. Riecht auf jeden Fall ein bisschen süßlich nach Mango. Hat aber auch so einen harschen Abgang. Egal, die Palmen sehen auf jeden Fall cool aus. Das Etikett gefällt mir, aber ob es der Geschmack bringt.
Ja, ist auch total schaumig, ne? Hat ein bisschen was von Mango. Mir fehlt eigentlich das Fruchtige allgemein. Der Mate kommt nicht ganz so extrem durch. Ist aber trotzdem irgendwie richtig pappig vom Geschmack. Insgesamt diese Mischung erinnert mich ein bisschen an das Watermelon. Mango Mate. Auf jeden Fall einfach nur Chemie. Watermelon. Noch mehr Chemie. Also gönnt euch Eisbonbon, das ist auf jeden Fall natürlich und frisch, so wie es schmecken muss. Finde ich eigentlich alle drei widerlich, also braucht ihr eigentlich alle drei gar nicht gönnen. Gönnt euch das normale oder gönnt euch das Exotic oder das Juicy Booster. Gönnt euch das Zero, das schwarze. Das einzigste Zero-Getränk, was ich finde, was man trinken kann. Aber wir haben ja immer noch den Red Punch. Jetzt, wo es Winter wird, könnt ihr bestimmt auch warm machen mit Booster Red Punch. Richtig durchstarten. Booster, sonst nichts. Also das steht auf jeden Fall überall drauf. Was da genau drin ist, keine Ahnung. Eins habe ich jetzt mitgenommen. Eins wollen wir jetzt probieren. Ich kenne es noch nicht. Ich bin gespannt. Riecht auf jeden Fall nach Weihnachtsmarkt. Nein, riecht auf jeden Fall wie Punsch, ja. Hat so eine süßliche Note, genau. Wenn ihr da so Bratapfel, Glühwein habt oder irgendwas. Ist angenehm, wenn es jetzt genauso schmeckt, ist das wahrscheinlich der beste von allen. Ich nehme jetzt auch hier einen Schluck. Könnte ein bisschen kräftiger sein vom Geschmack allgemein. Ist, obwohl es eigentlich gekühlt ist, trotzdem auch total schaumig, extrem Kohlensäure. Das habe ich irgendwie bei den ganz normalen, bei den blauen Booster und bei den anderen kam mir das nicht so vor. Ich weiß nicht, ob die bei den sollten irgendwas anders machen. Die kommen mir auf jeden Fall extrem schaumig vor. Ist geschmacklich trotzdem eigentlich in Ordnung. Ich würde gerne wirklich eigentlich mal das Experiment machen, wenn man das warm macht, wie das dann schmeckt. Mir hat sich jetzt auf jeden Fall auch schon der ganze Magen zusammengezogen. Nee, aber so leicht von dem Geschmack. Da gab es ja auch immer diese Glühwein-Bonbons zum Lutschen, wer die kennt. Die fand ich auch eigentlich ganz cool. Das ist so ähnlich wie diese Glühwein-Bonbons zum Lutschen, nur als Trinken. Könnt ihr also, wenn ihr schon mal Bonbons seid, mit diesen Eisbonbons, das ist sozusagen die Gegensorte Eisbonbon und Glühwein-Bonbon jetzt in Dosenform. Aber diesen Made, vergesst den Made, vergesst Watermelon. Also die zwei interessantesten Sorten sind Eis und Red Punch, aber was noch rot ist, was wir uns wieder zum Schluss gönnen, ist eine Dose 5-0er Dosenbier. Wie immer werden wir nicht gesponsert von 5-0er Dosenbier. Trotzdem machen wir uns eins auf, trotzdem gönnen wir uns das jetzt zum Abschluss. Das war es wieder von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon mal das Red Punch probiert? Habt ihr schon mal das Eis probiert? Welches ist euer Lieblingsbooster oder welches ist eure Lieblings-Energy? Allgemein, wenn es jetzt nicht unbedingt von Puster ist, sondern auch von anderen Sorten sein kann. Ich bin gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.